Das ist er also. Der Sohn James Bond. Kein Wunder, dass das Land untergegangen ist. Wir wissen, dass Sie Ende der 70er Jahre mit Ihrer Einheit im heutigen Ostkadschikistan operiert haben. Wir brauchen alle Informationen, die Sie haben. Das hätte er so richtig am Arsch. Botschafter des Friedens war ein offizieller Begriff in der DDR. Weil wir haben ja keine Spione gehabt, sondern wir haben Kundschafter gehabt, wo die Begründung darin liegt, ausspionieren dient dem Frieden. Bitte! Henry Hübchen spielt einen alten DDR-Agenten, der einer heiklen Mission vom westdeutschen Geheimdienst, dem BND, nochmal gebraucht wird. Was seid ihr für Anfänger? Dann spielt noch Michael Gwistek mit, der Techniker. Dann gibt es einen Logistiker, Thomas Thieme. Als Gegenspieler, der Kern, das ist Jürgen Prochnow. Unglaublich, dass sie ausgerechnet euch ausgebuddelt haben. So eine Nummer, dass also vier alte Männer nochmal aufgefordert werden, sich zu reaktivieren und so, das ist klasse. Die Gruppenratsvorsitzende da hinten, kommt die auch mit? Mhm. Ja. Naja, früher kam ja auch immer einer von der Partei. Paula ist ganz klar für sich, die weiß, was sie will, die hat irgendwie sich auch ein Ziel gesetzt für sich selbst. Die ist modern, arbeitet mit Internet. Sind Sie wahnsinnig? Wir arbeiten analog. Am Anfang sind die auch beide genervt, dass die jetzt miteinander arbeiten müssen. Und dann ist das erstmal so eine Art Hassliebe. Die Kleine guckt und lächelt in sich hinein, während die Alten versuchen, ihr altes Reservoir an Taktik und so vorzuholen. Ich finde die Besetzung relativ genial. Film ist Lebenszeit auch. Und wenn ich mit ein paar Kumpels zusammen so ein Ding mache und sage, wir hatten unseren Spaß, dann ist es eine ganz wichtige Sache auch. Wir sind ein Team, wie es unter Freunden ist. Wir hassen uns und wir mögen uns ein wenig. Das macht es alles viel einfacher, als wenn man jetzt irgendwie mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeiten muss, wo die Kommunikation schwierig ist und das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist ein ganz prima Cast. Falsch gemacht, dreht ihr schon? Mit diesen Schauspielern diese Reise zu machen, ist einfach eine große Freude. Und da merke ich, dass jeder mit so einem Lächeln aus dem Kino kommt. Und das ist ja das Tollste, was man erreichen kann. So, ja, so. Kippt die Scheiße um? Nee. Ja. Ja. Seid ihr noch dran? Ja. Hallo? Ein paar schöne Trainingsanzüge habe ich auch noch dabei. Nee. Ja. Das ist schon wieder Locke. Komm her, gib Küsschen. Vorlaufen.